Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Film aus. Ja, das haben wir zwar nicht so oft bei mir auf dem Kanal, ich packe ja mehr Anime aus, aber heute packen wir den Film Train to Busan aus. Das ist ein koreanischer Zombie-Film, den ich gar nicht kannte. Der ist irgendwie November 2016 bei uns auf DVD und Blu-ray erschienen. Und ich habe mir den jetzt mal gekauft, weil ich habe den Trailer letzte Woche gesehen und der sieht echt gut aus. Ich werde euch den Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, da steht dann hier oben der Nummer 1 Kino-Hit aus Korea, ein großes Zombie-Epos, ein hervorragender, umgesetzter Katastrophenfilm. Und das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich glaube, es gibt auch nur die 16er Fassung. Von der 18er Fassung ist mir jetzt nichts bekannt. Bonus haben wir hier ein Press-Screening, Q&A, Original-Teaser und Trailer, B-Roll. Sprachen haben wir hier Deutsch und Koreanisch, Tonformat ist Dolby Digital 5.1, das ist sehr gut. Untertitel haben wir Deutsch und Niederländisch, Bildformat 16:9 oder 2,39,1, Laufzeit 114 Minuten plus Bonus, Genre Horror Action. Ja, gucken wir uns doch mal an, was da alles drin ist, wahrscheinlich nicht viel. Es gibt auch, glaube ich, eine Special Blu-ray Edition, da bin ich mir nicht sicher. Ich werde euch auf jeden Fall mal die DVD und Blu-ray Fassung unten in der Beschreibung verlinken und linken zu Amazon. So sieht das Cover aus. Und wie gesagt, der Trailer sieht echt spannend aus. Dann haben wir hier Werbung. Keine Ahnung, was das ist. Die Geschichte wird immer von Sieger geschrieben. Okay. Ab April 2016 im Kino, August. Okay. Ah, hier haben wir noch mehr Filme. Ist das nicht S? Sieht so aus wie S, aber ich glaube, das ist nicht S. Dann haben wir hier eine Disc, die sieht ein bisschen anders aus. Und ein Wendecover. Und das ist leider alles. Aber mir geht es ja um den Film. Da bin ich echt sehr gespannt drauf. Ein weiterer koreanischer Film, den ich sehr empfehlen kann, ist dieser hier. Brotherhood, wenn Brüder aufeinander schießen. Oder Tagogi, oder wie man das ausspricht. Das ist zwar die Limited Edition, das ist schon ein älterer Film, aber der ist auch sehr gut. Das ist im koreanischen Krieg. Hoffen wir, dass es sich jetzt nicht wiederholen wird. Aber da werden zwei Brüder in den Krieg gezogen. Und sehr, sehr gut. Wirklich ein Top-Film. Ich finde den besser als Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan. Musikalisch. Erstklassig, also ein Top-Soundtrack. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn ihr den mal seht, den gibt es auch auf DVD und Blu-ray. Kauft euch den, der ist echt gut. Also Brotherhood. Da werde ich euch mal den Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken, den deutschen. Dann könnt ihr euch den auch mal angucken. Also der sieht gut aus, der ist gut. Und das war mein Unboxing dazu. Beziehungsweise die kleine Empfehlung. Und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Gavatrons. Tschüss.